Willkommen zum Spiegel-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Danny Kringel und wir hören heute die sehr persönliche Geschichte meines Kollegen Uwe Klusmann. Er machte sich schon in jungen Jahren auf die Suche nach Antworten darauf, weshalb sein Großvater Karl Klusmann Politiker in der DDR geworden war. Ich freue mich, ihn heute hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Uwe. Schönen guten Morgen. Als Journalist, zumal als Geschichtsjournalist, schreibt man ja meistens eher aus der Distanz über das Schicksal anderer. Inwiefern war es in diesem Fall leichter oder auch schwerer, über ein eigenes Familienmitglied zu schreiben? Es war insofern schwerer, als ich zum einen natürlich da jemanden habe, den ich nicht persönlich kenne. Das erschwert es in jedem Fall, über jemanden zu schreiben. Und zum anderen natürlich auch jemanden, dann habe, der bei mir ein gewisses Bild schon durch die Erzählung meines Vaters hinterlassen hat. Du hast ja deinen Großvater, müssen wir dazu sagen, persönlich nicht kennengelernt, weil er vor deiner Geburt gestorben ist. Wie genau jetzt der politische Werdegang deines Großvaters von Karl Klusmann verlief und wie er Mitglied der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands wurde und wie er sich dann auch mit dem SED-Regime mehr oder weniger arrangierte, das hören wir jetzt erstmal. Opa zwischen Goethe und Stalin. Bei meinem ersten Besuch in der DDR im Juli 1975 ging ich in Wernigerode zum Friedhof. Ich suchte das Grab eines DDR-Politikers, über den es im Nachruf seiner Partei 1959 hieß: Bis zu seiner letzten Stunde kannte unser Parteifreund kein Ausruhen vor der politischen Verantwortung für Partei und Staat. Dieser Mann war mein Großvater, Karl Klusmann. Auf seinem Grabstein stand: Alles Lebendige ist nur ein Gleichnis. Die Zeile stammte aus den Schlussworten von Johann Wolfgang von Goethes Faust II. Erst 30 Jahre später habe ich nachgelesen, dass es im Text weitergeht. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Ich habe mein Opa nicht kennengelernt. Er starb 2 Jahre vor meiner Geburt. Doch seine Biografie weckte früh mein Interesse an DDR-Geschichte. Sie war trotz aller Besonderheiten typisch für eine deutsche Existenz in der Nachkriegszeit. Ein Beispiel dafür, wie die Jahre nach 1945 nicht nur das Land, sondern auch die politische Haltung Einzelner geprägt haben. Über Hitler erschrocken, auf der Suche nach neuen Werten, wurde mein Opa einer jener Bürgerlichen, die sich zunächst mit den sowjetischen Besatzern und später mit der DDR arrangierten. Einer derer, die den sozialistischen Staat vor allem auch deshalb stützten, weil er ein deutscher Staat war. Mein Vater erzählte mir viel von meinem Opa. Oft habe ich seine Fotos im Familienalbum betrachtet. Dort war ein End-20er zu sehen, als Leutnant 1918 im Ersten Weltkrieg auf dem Balkan. Einige Seiten weiter hinten sah ich ein anderes Foto, 4 Jahrzehnte später. Mein Opa bekommt 1957 einen kleinen Blumenstrauß zur Wiederwahl als Kreisvorsitzender der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, LDPD. An der Wand hängt ein Porträt des DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck. Neben meinem Opa stehen 2 schmalgesichtige, hagere Funktionäre. Mein Großvater war Getreidehändler und Bildungsbürger. Ich fragte mich schon als Jugendlicher, was verband ihn mit einem Staat, der von Kommunisten geführt wurde? Sicher spielten autoritäre Prägungen aus der Kaiserzeit eine Rolle, aber wesentlich wurde auch sein spätes Entsetzen über das NS-Regime. Mein Opa war nie in der NSDAP. Ein Foto von 1940 aber zeigt ihn stolz neben seinem ältesten Sohn, Leutnant der Luftwaffe. Doch die Kehrseite des Krieges wurde ihm im Sommer 1944 dramatisch bewusst. Sein jüngster Sohn, mein Vater, kehrte nach der Schlacht um Sewastopol auf der Krim schwer verwundet nach Wernigerode zurück. Ein Jahr lang konnte er sich nur auf Krücken bewegen. Schlimmer noch war das Schicksal eines Freundes meines Großvaters, Hans-Georg Klamroth. Die Gestapo hatte den Offizier nach dem Attentat des 20. Juli als Mitwisser verhaftet und am 26. August 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Das war ein Schock für mein Opa. Nach der Kapitulation im Mai 1945 sprachen mein Vater und mein Opa oft über die Lehren aus der Hitlerzeit. Beide wollten ein anderes, friedliches, demokratisches Deutschland im Geiste Johann Wolfgang von Goethes, so jedenfalls sah es mein Großvater.
Deshalb gehörte er im Juli 1945 zu den Mitbegründern der Liberaldemokratischen Partei, LDP, in Wernigerode. Die neue linksliberale Kraft warb für die Achtung der Menschenwürde und warnte vor jeder nationalistischen Überheblichkeit. Doch die Partei hatte ein Problem. Die Besatzungsmacht war die Sowjetunion. So litten die Ostliberalen bald am Zwiespalt zwischen Goethe und Stalin. Zunächst durfte die LDP im Oktober 1946 bei Wahlen zu Kreis- und Landtagen gegen die SED antreten. Sie erhielt in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl 29,9%. Mein Opa wurde damals erstmals zum Abgeordneten im Kreistag von Wernigerode gewählt. Das weiß ich aus Akten der LDPD, wie die Partei ab 1951 hieß. Das Material haben mir Mitarbeiter des Archivs des Liberalismus in Gummersbach zugänglich gemacht. Fast alle Unterlagen stammen aus den 50er Jahren. Erst damals erfasste die Partei systematisch Daten ihrer Mitglieder und Funktionäre. Aus der unmittelbaren Nachkriegszeit gibt es kaum Schriftliches. Von meinem Vater weiß ich, mein Opa hatte ab 1945 Kontakt mit Offizieren der sowjetischen Kommandantur in Wernigerode. Die kauften bei ihm Hafer für ihre Pferde und zahlten bar. Zuvor hatten sie die Banktresore der Besiegten leergeräumt. Er wollte mehr wissen über die siegreichen Russen. Deshalb trat er 1948 in die Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion ein, geleitet von dem hochgebildeten Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Kuczynski. Weil mein Großvater sich schon früh diesen Sowjetstudien gewidmet hatte, wurde er Anfang der 50er Jahre mit einem kleinen Kreis von LDPD-Funktionären zu Wladimir Semjonow eingeladen. Der war Berater der sowjetischen Militäradministration in Berlin gewesen und hatte an geheimen Beratungen mit Stalin teilgenommen. Semjonow, später Botschafter in der DDR, fragte seine Gäste, wie sie sich die Wiedervereinigung vorstellten. Mein Opa fühlte sich im Dialog zweier belesener Kahlköpfe ernst genommen. Er hoffte auf freie Wahlen mit Zustimmung Moskaus. An der innenpolitischen Enge aber änderte das nichts. Von 1951 an verfolgte die LDPD einen SED-nahen Kurs. Der Parteivorsitzende Hans Loch drängte die Mitglieder brieflich, sich eine eindeutige Weltanschauung zuzulegen, den neu gewordenen Liberalismus. Dazu empfahl er den Mitgliedern das Studium der Werke von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Auch mein Opa bekam so einen Brief. Marx, Lenin und Stalin waren gewiss nicht das, was ihn interessierte, aber er fügte sich der Parteidisziplin. Wenn wir Bürgerlichen nicht mehr mitarbeiten, sagte er meinem Vater, wird die Politik der DDR nicht besser. Doch mit Schrecken sah mein Opa im Dezember 1952, wie prekär die Lage der Liberaldemokraten geworden war. Sein Bekannter Karl Hamann, einer der führenden LDPD-Politiker, wurde von der Staatssicherheit verhaftet, wegen angeblicher Sabotage. Ein häufiger Vorwurf in der Stalin-Ära. Deswegen war auch mein Vater 1951 zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Konsequenz meines Opas war Anpassung. Nach der Niederschlagung des Aufstands vom 17. Juni 1953 ließ er sich zum LDPD-Kreisvorsitzenden wählen. Sein Vorgänger war geschasst worden, er hatte gefordert, es müssten die Führenden der SED zur Rechenschaft gezogen werden. Mein Opa hingegen war so loyal, dass die Stasi keine Akte über ihn anlegte. Die Staatsnähe fiel ihm umso leichter, je mehr die DDR auch preußische Züge annahm, etwa mit der 1956 gegründeten Nationalen Volksarmee. Deren Armeeorchester begrüßte am 4. Juli 1957 bei sonnigem Wetter vor der Kongresshalle in Weimar die Delegierten des zentralen LDPD-Parteitags mit Marschmusik. Unter den Delegierten war auch mein Großvater. Den Weg zum Parteitag hatte ihm eine Beurteilung des LDPD-Bezirksvorstands Magdeburg geebnet. Darin war vom ständigen, vorbildlichen Einsatz des Parteifreundes Klussmann die Rede. Dazu passte auch sein Interview in der Magdeburger SED-Zeitung Volksstimme im Juni 1957. Den vergilbten Zeitungsausschnitt hielt ich schon als Schüler in der Hand und bemerkte die bemühte Funktionärssprache. In dem Interview sagte er, es gelte für jeden Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik, sich zu diesem Staat zu bekennen. Diese Äußerung war kein Einzelfall. Zwei Monate zuvor hatte er in einem LDPD-Blatt dazu aufgerufen, auch den Letzten zu überzeugen zu tätiger Mitarbeit. Dabei waren nicht einmal seine drei Kinder von der DDR überzeugt. Sie alle lebten inzwischen in Westdeutschland. Dort besuchte mein Opa im Sommer 1958 meinen Vater,
Die DDR gestattete dies. Die Gespräche von Vater und Sohn kreisten um das Thema deutsche Einheit, so hat es mir mein Vater später erzählt. Beide waren sich in ihren Ansichten durchaus nahe. Mein Vater, damals FDP-Mitglied und Spiegelleser, stimmte dem zu, was Herausgeber Rudolf Augstein unter Pseudonym geschrieben hatte. Eine österreichische Lösung eines neutralen, vereinten Deutschland sei wünschenswert. Dafür hatte auch mein Opa 1955 als Delegierter eines LDPD-Parteitags gestimmt, für ein Deutschland frei von Besatzungstruppen, frei von militärischen Paktsystemen. Den Sowjets gefiel die als Dokument der nationalen Verantwortung verabschiedete Resolution. Denn ein vereintes Deutschland außerhalb der NATO war für sie durchaus eine Option. Mein Opa sah vor allem Adenauers Anlehnung an die USA als Hindernis für die Einheit. Wenn wir die Wiedervereinigung nicht bekommen, sagte er meinem Vater, dann kannst du dich bei Adenauer bedanken. Eine Konföderation der deutschen Staaten, für die mein Opa und seine LDPD damals plädierten, hatte im Westen keine Chance. Mein Opa starb 1959. Den Mauerbau erlebte er ebenso wenig wie die Mauertoten und die fortgesetzte Unterdrückung der Opposition in der DDR. Ich habe mich oft gefragt, wie er darauf reagiert hätte. Ob er weiter angepasst geblieben wäre, in der Hoffnung, zumindest bescheidene Ziele durchsetzen zu können? Und ich habe mich gefragt, wie ich selbst mich verhalten hätte an seiner Stelle. Ich weiß darauf keine Antwort. Zu unterschiedlich sind die Lebenserfahrungen der Zwischenkriegsgeneration und jener Nachgeborenen, die in der Bundesrepublik aufwuchsen. In einem Punkt sollte mein Großvater recht behalten. Auf dem LDPD-Kreisparteitag in Ilsenburg sagte er im März 1957, der Weg zur Wiedervereinigung führt über die Verständigung der deutschen Staaten. Nur ahnte er nicht, dass bis dahin noch 33 Jahre vergehen würden. Und dass nur das jüngste seiner Kinder die Vereinigung noch erleben würde, als Rentner. Sie hören den Spiegel-Geschichte-Podcast. Ich bin Danny Kringel und mein heutiger Gast ist mein Kollege Uwe Klusmann, Autor des Textes, den wir gerade gehört haben. Uwe, du schreibst in dem Text, dein Vater habe viel von deinem Großvater erzählt. Wie stand er denn selbst persönlich zu deinem Opa? Er stand positiv zu ihm und obwohl der Lebensweg der beiden sich in den letzten Jahren dann getrennt hatte, denn mein Vater hat die DDR verlassen und mein Großvater blieb in der DDR, waren die beiden sich insofern einig, dass das Ziel darin bestehen sollte, eine Einheit Deutschlands durch freie Wahlen zu erreichen, nur dass dafür die Bedingungen eben noch nicht reif waren. Und mein Vater, der die DDR unter Druck durch die Staatssicherheit verlassen hatte, hatte schon ein gewisses Verständnis dafür, dass mein Großvater, der in einer ganz anderen Lebenssituation war, er war über 60 Jahre alt und dort als Unternehmer tätig, dass er in der DDR blieb und sich dort arrangierte. Auch mein Vater war in dieser liberaldemokratischen Partei Deutschlands Mitglied gewesen und hatte sich eine Zeit lang mit den Verhältnissen durchaus arrangiert. Jetzt hast du schon früh angefangen mit der Lebensgeschichte dieses Opas, den du persönlich nie kennenlernen konntest, dich zu beschäftigen. Inwiefern hat das deinen eigenen Lebensweg beeinflusst? Das hat mein Interesse an Geschichte geweckt. Das begann damit, dass ich Bilder im Familienalbum sah, wo er in der Uniform der preußischen Armee dort zu sehen war im Ersten Weltkrieg. Und ich las Zeitungsartikel von ihm, Interviews von ihm aus DDR-Zeitungen aus den 50er Jahren. Und das weckte mein Interesse. Wie war damals das geschichtliche Umfeld? Wie hat sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt? Und mein Interesse daran wurde ganz deutlich geweckt durch die Lebensgeschichte meines Großvaters, aber auch meines Vaters. Hm. Zu deinem Vater, da erwähnst du im Text beiläufig, dass er 1951 selbst wegen Sabotage von der Stasi festgenommen worden sei und dann zu einem Jahr Haft verurteilt wurde. Was genau ist damals passiert? Er wurde verurteilt wegen Sabotage gegen den Plan. Der Hintergrund war, dass er einen Sack voll Rübensamen, der ihm gehörte, der sein Eigentum war, unstrittig, versucht hatte, in Westdeutschland zu verkaufen und dafür Reifen für LKW seiner Firma zu beschaffen. Denn in der DDR wurden keine LKW-Reifen hergestellt und die mussten aus Westdeutschland beschafft werden.
Und der DDR fehlten Devisen und da hat mein Vater dann im Interesse seines Betriebes einen privaten Außenhandel organisiert. Das war aber nach den Gesetzen der DDR nicht legal und der Staatsanwalt und auch das Gericht haben dann argumentiert, dass dieser Rübensamen, den er verkaufen wollte, zwar sein Eigentum war, dass aber vorgesehen war, dass dieser Rübensamen im Rahmen des 5-Jahr-Planes der DDR zu Zuckerrüben werden sollte. Und von daher war es so, dass ihm das als Sabotagevorwurf vorgehalten wurde, allerdings mit dem mildernden Umstand, dass er darauf hinwies und sein Anwalt darauf hinwies, dass diese Autoreifen nicht dem persönlichen Luxus, sondern einem Versorgungsbetrieb dienen sollten, der die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, mit Getreide und Mehl sicherte. Insofern erhielt er eine für die damalige Zeit, wir sprechen von der späten Stalinzeit, eine relativ milde Strafe von einem Jahr. Die entsprechenden Urteile bei vergleichbaren Verfahren, etwa in der Sowjetunion, waren ungleich höher in der damaligen Zeit. Jetzt erzähltest du schon, dein Vater hatte durchaus Verständnis auch für die Situation deines Großvaters, die ja nochmal eine andere war als seine. Es ist ja trotzdem so, dein Großvater, der blieb im Osten, beugte sich im Laufe der Zeit auch eher dem SED-Machtapparat. Die drei Kinder sind aber nach Westdeutschland gezogen. Haben die sich nie über politische Inhalte, über politische Abläufe gestritten? Nein, die haben sich nicht gestritten, sondern es gab ein gegenseitiges Verständnis für den unterschiedlichen Lebensweg. Die Kinder waren, als sie die DDR verließen, beziehungsweise die sowjetische Besatzungszone verließen, um die 30 Jahre alt, suchten eine berufliche Perspektive, die sie eher in Westdeutschland sahen, auch aufgrund von persönlichen Beziehungen, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die ja erkennbar war. Und mein Großvater war damals, als die DDR gegründet wurde, 59 Jahre alt. Er hatte sein Unternehmen, konnte dies weiterführen in der DDR. Und von daher war das Verständnis da, dass einfach die unterschiedliche Interessenlage und das unterschiedliche Alter dort nahelegten, dass die einen sich so und die anderen sich so entschieden. Die Grenze war damals ja auch noch relativ offen. Es war möglich, einander zu besuchen. Und insofern hat das auch die möglichen Konfliktbereiche dort etwas eingeschränkt. Denn die Mauer wurde erst 2 Jahre nach dem Tode meines Großvaters gebaut. Glaubst du, dass es den Blick deines Großvaters auf die DDR verändert hätte, wenn er selbst den Mauerbau dann 1961, der die Massenabwanderung stoppen sollte, noch miterlebt hätte? Also die Geschichte kennt keinen Konjunktiv. Man weiß nicht, was wäre, wenn. Er hat sich ja mit der LDPD sehr weitgehend identifiziert. Er hat dort die offiziellen Positionen auch nach außen vertreten. Insofern ist das schwer zu sagen, wie er sich verhalten hätte. Sicherlich hätte er die Abriegelung der Grenze der DDR bedauert. Das ist sicherlich keine Frage. Aber wie weit das jetzt seine unmittelbare politische Haltung beeinflusst hätte, ist eine Spekulation. Ich bleibe trotzdem noch ein bisschen bei den spekulativen Fragen. Du beschreibst ja in deinem Text, wie dein Vater und dein Großvater bei einem Besuch 1958 in Westdeutschland, ein Jahr vor dem Tod deines Großvaters, doch recht angeregt über die deutsche Einheit diskutiert haben. Was denkst du, wenn dein Großvater jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, diesen Prozess noch mitzuerleben, der sich ab 1989 dann vollzogen hat, wie hätte er die deutsche Wiedervereinigung wahrscheinlich bewertet? Auch da ist wieder die Frage, ist das nicht zu spekulativ gefragt, aber sicher ist, dass er ja für eine Einheit Deutschlands auf der Grundlage von freien Wahlen war. Er hat auch, wie auch mein Vater, betont dabei immer, dass dies auch einschließt, dass die SED oder eben eine entsprechende Partei, die aus ihr hervorgeht, an diesen Wahlen auch teilnehmen sollte, dass dort niemand ausgegrenzt werden sollte. Und das ist ja erfolgt 1990 bei den Wahlen. Insofern ist das sicherlich ein Ereignis gewesen, das er positiv gesehen hätte, wenn wir uns mal auf diese Spekulation einlassen. Die Diskussionen über die deutsche Einheit Ende der 50er Jahre waren etwas anders als später in den 70er und 80er Jahren, denn auch die offizielle Position der SED war die, dass es Gespräche und Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten geben sollte. Dies wurde damals von der Bundesregierung unter Konrad Adenauer abgelehnt. Und die offizielle
Parole der DDR, auch der SED, war Anfang der 50er Jahre Deutsche an einen Tisch. Und da gab es schon einen Konsens auch zwischen den Mitgliedern der SED und den Mitgliedern nicht kommunistischer Parteien wie der Liberaldemokratischen Partei. Wenn du jetzt die Gelegenheit gehabt hättest, deinen Großvater nochmal persönlich zu treffen, welche Frage hättest du ihm am dringendsten stellen wollen? Ich hätte ihn gefragt, was das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Erkenntnis, dass Deutschland zwei Weltkriege verloren hatte, dass er 10 Jahre seines Lebens in Weltkriegen verbracht hat, was dies bei ihm ausgelöst hat und wie weit dies seinen späteren Lebensweg und seine späteren Entscheidungen bestimmt hat. Ich würde ihn dann im Anschluss daran unmittelbar fragen, was ihn bewogen hat, 1948 der Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion beizutreten. Als Nichtkommunist mit 58 Jahren, als Bürgerlicher, das fände ich schon interessant. Uwe, großes Dankeschön für das Gespräch. Ja. Und vielen Dank auch an Sie, dass Sie mit dabei waren beim Spiegelgeschichte-Podcast. Nächstes Mal hören wir an dieser Stelle von einer Gruppe junger Menschen, die während des Nationalsozialismus in dem Widerstand gegen die menschenverachtende Politik des NS-Regimes gingen und die dafür ihr Leben riskierten. Am Ende wurden sie dafür von den Nazis hingerichtet. Es geht um die Weiße Rose, der Mitglieder Sophie und Hans Scholl weit über ihren Tod hinaus berühmt wurden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.